נוסעים לירושלים לבקר את ההורים שעה נסיעה כמו חיים אחרים מעילים שחורים בניינים לבנים באוטו אדום מרגישים כמו זרים הרחובות שהלכתי פרצופים מוכרים החברים שהיו לי כבר לא נמצאים ואני יודע כל יום שעובר Sonntag 17 Uhr und wir sind wieder beisammen unter dem Feigenbaum von Johannes, den ich herzlich begrüße in Israel. Shalom, Johannes. Shalom, und Shalom auch allen, die jetzt dabei sind. Mein Vorschlag für heute ist, der vielleicht auch einigen von euch die Möglichkeit gibt, sich einzubringen, etwas von sich zu sagen, ist, wir erzählen uns, was uns wichtig ist. In der Parascha dieser Woche, eine Doppelparascha, die das vierte Buch Mose abschließt und über die vorgestern Rabbiner Rothschild in Berlin gesprochen hat. Und auch das steht auf meinem YouTube-Kanal für euch zur Verfügung. Wer es noch nicht gesehen hat, lade ich auch ein, sein Wort zum Schabbat, seine Auslegung der Wochenabschnitte sich anzusehen. Und es ist noch einmal am Schluss des vierten Buchs Mose auch Thema diese schwierige Sache, dass das Volk Israel nicht ins Land Israel kommen kann, sondern erst die nächste Generation. Und der Rabbiner hat auch die Frage gestellt, die mich seit Freitag dann noch weiter beschäftigt hat, so schlimm ist doch eigentlich das Vergehen oder der Ungehorsam des Volkes Israel nicht, dass so eine massive Strafe kommt. Du darfst nicht ins Land Israel, ins verheißene, ins versprochene Land kommen, sondern erst die nächste Generation. Mir ist meinem Nachdenken deutlich geworden, warum vielleicht die Tora das so aufgeschrieben hat, warum das auch immer wieder in den fünf Büchern Mose so ein Thema ist. Diese Generation nicht, sondern die nächste. Es ist mir deutlich geworden darin, dass so viele, für mich persönlich, so einige bedeutende Menschen, Tzadikim Hador, in den letzten Wochen nicht mehr unter uns sind, dass sie verstorben sind. Für mich sehr einschneidend war der Tod meines Lehrers, dem ich ja so meine Existenz, theologische Existenz, all das, was ich so gelernt habe und weiter lernen kann, verdanke. Das ist Professor Peter von der Ostensacken, der in Berlin im Alter von 82 Jahren verstorben ist. Wenn ihr meinen Newsletter abonniert habt unter news.ahavta.com, dann habt ihr vielleicht auch meinen persönlichen Abschied von ihm gelesen und auch ein bisschen so Einblicke, was er gemacht hat und was er auch für mich bedeutet hat. Und jetzt bin ich die nächste Generation. Und ich merke zugleich, dass sozusagen ich jetzt derjenige bin, der nicht mehr ins Land kommt und es schon eine neue Generation aufsteht. Und ich merke selbst in dem Bezug zu meinen Söhnen oder vor allen Dingen einen meiner Söhne, aber überhaupt zu denen, die jetzt so zwischen 20 und 30 sind, dass so dieser Altersunterschied doch eine große Rolle spielt. Manches, was ich sehr kritisch sehe im Blick auf die gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland, im Blick auf Meinungsfreiheit, in Beurteilung auf das, was jetzt die großen Themen und Probleme in Deutschland sind, merke ich, dass dieser Abstand, dieser Generationenabstand zunehmend bedeutsam wird und es auch schwieriger wird, meins der nächsten Generation zu vermitteln, oder der jungen Generation ihrs, mir zu vermitteln. Und vielleicht ist deswegen, ist dieses auch eine gültige Erfahrung, eine, die sich immer wiederholt. Also deswegen auch die
Generation, die gerade dann ist, sie kann die Erfüllung, das Hineingehen in das versprochene Land nicht erleben. Sie hat ihre Aufgabe, sie hat ihr Scheitern, sie hat ihre Fehler gemacht, sie hat auch vieles erreicht. Das Volk Israel, um bei der Tora, beim Tanach zu bleiben, ist ja jetzt in unseren Wochenabschnitten kurz vorm Jordan, am Jordan in den Bergen Moabs. Immerhin, dahin sind sie gekommen, der große Anführer, der immer wieder auch das Wort, ein gutes Wort beim Ewigen eingelegt hat für das Volk Mose. Selbst er und vor allem er darf ja nicht mit über die Grenze gehen. Er darf vom Berg hinübersehen. Wir werden das ja jetzt dann in den kommenden Wochenabschnitten noch einmal ganz deutlich dann lesen im 5. Buch Mose. Das ist ja dann ein Rückblick und ein Vorausblick. Ich merke, dass diese Situation an der Grenze stehen, hinübergucken, aber nicht hinübergehen dürfen, aber doch das eigene, das tun müssen. Und was jetzt für meine Generation dran ist, das nicht zu lassen, sondern zu tun, ohne das Ziel, ohne die Erfüllung zu erfahren. Ob es dann die junge Generation tun kann, das weiß ich nicht, das frage ich mich manchmal. Aber das ist ja auch wichtig für mich zu lernen, eine Lernerfahrung im Augenblick, es wahrzunehmen, aber nicht zu beurteilen. Denn vielleicht würde manches Urteil auch nicht so positiv ausfallen oder ich würde denken, na, ihr seid vielleicht nicht auf so einem guten Weg oder wir miteinander sind nicht auf einem guten Weg, aber es ist nicht meine Aufgabe, es zu beurteilen und deswegen vielleicht auch nicht das Ergebnis sehen zu können, sondern an der Grenze auf dem Berg zu bleiben und nicht hinübergehen zu dürfen. Ja, so viel meine Gedanken, die ich mit euch teilen möchte. Und ja, inzwischen sind wir eine ganze Menge Teilnehmer auch geworden, die live dabei sind. Shalom nochmal allen, die dazugekommen sind. Ja, und vielleicht Johannes dazu ein Wort oder dein eigenes, was beschäftigt dich? Wenn ich so bei deinen Gedanken mitgegangen bin, dann kann ich mich da eigentlich sehr leicht anschließen, weil da das Thema angesprochen wird, das mich in den letzten Jahren sehr bewegt. Es ist so, dass wir in der Verbindung zwischen dem Volk Israel und dem Land Israel traditionell auch, vielleicht auch, wenn wir dann Rabbiner zu Wort kommen lassen, sehr stark die Schuld des Volkes Israel sehen. Und mir ist in letzter Zeit klar geworden, dass aus einer Sicht, ich sage jetzt mal, wenn wir 3 Schritte zurücktreten, und das sollten wir vielleicht manchmal, weil wir in der Regel nicht Volk Israel sind, also nicht jüdisches Volk sind, und wir dann sehen, was macht da Gott und was sollen wir als Nichtjuden den Nichtjuden weitersagen, wenn es um diese Beziehung zwischen Volk Israel und Land Israel geht. Und da fällt mir auf, dass zum Beispiel in Jeremia 31 dieser Satz steht, ich bin derjenige, der Israel zerstreut und wieder sammelt. Das heißt, da gibt es diesen Aspekt der persönlichen oder auch nationalen Schuld, die Auswirkungen hat auf die Beziehung zum Land. Dann gibt es aber auch einen Aspekt, der viel, viel tiefer geht. Und mir ist das aufgefallen, ich bin in 1. Mose 15 darüber gestolpert, dass der Mose fragt ja, aber Herr, woran soll ich sehen, dass ich dieses Land besitzen werde? Ich bin so einfach ein dahergelaufener irakischer Migrant. Abraham, natürlich, Entschuldigung. Ja. Der Abraham in 1. Mose, also Genesis 15, und Gott ihm dann sagt, das sollst du wissen, als eine Antwort darauf, dass deine Nachfahren für 400 Jahre, für 4 Generationen raus müssen, aus dem Land. Und das ist für mich eigentlich das Spannende an dieser ganzen Sache. Was macht Gott dadurch, dass er mit diesem Volk, mit diesem Land hin und her geht und dass er da offensichtlich etwas
etwas ganz Entscheidendes tut, was weit über die persönliche Schuldbehaftung und über das Persönliche hinausgeht. Also ich bin gerade letzte Woche über den Propheten Hosea gestolpert oder vorletzte Woche, der so das beklagt, dass sein Volk so richtig gefangen ist im Götzendienst, und das wird dann mit Ehebruch verglichen, also in der Prostitution praktisch stecken geblieben ist, sich da auch noch wohlfühlt. Und dann sagt Gott, ich werde dich aus dem Land rausbringen, und zwar um dich neu, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, einholen zu können, neu diese Beziehung aufbauen zu können. Das heißt, diese Wüstenerfahrung, diese Exilserfahrung oder Diaspora-Erfahrung hat für das Volk selbst etwas Erneuerndes. Und da kommen jetzt ganz viele Aspekte, und ich möchte eigentlich eher hören, dann was andere dazu zu sagen haben. Wir sind ja hier eine ganze Reihe von unterschiedlichen Leuten, von denen ich manchen die Gesichter sehe und manchen nur die Namen. Aber ich freue mich da sehr, dass ihr dabei seid. Aber dieser andere Aspekt, der noch hinzukommt, dass durch diese Verbindung zwischen Volk Israel und Land Israel, Gott immer etwas mit den Völkern tut. Wir denken oftmals, diese Erwählung von Israel ist ja nur etwas, wo, was weiß ich, Gott sich jetzt sein Hobby ausgesucht hat, und er mag halt nun mal die Juden besonders, und deshalb ist viele christliche Theologie so eine Auch-Theologie, also ich aber will auch dazugehören, und mich hat doch Gott auch lieb und, ja, anstatt wir sehen, was macht Gott mit diesem Volk und was macht er durch dieses Volk mit uns. Mhm. Denn wenn wir sehen, die von Anfang an beim Abraham hat bei der Auswahl Gottes hat er gesagt, du sollst ein Segen sein und in dir sollen gesegnet werden alle Familien des Erdbodens. Das heißt, diese Auswahl ist eigentlich, wenn wir zu allen Familien des Erdbodens gehören, für uns geschehen. Und das ist das Spannende. Da glaube ich auch, dass ein ganz großes, weites Feld in der christlichen Theologie da ist. Und ich glaube auch in der jüdischen Theologie, weil mit dieser Frage, warum ist die Verbindung zwischen Volk und Land Israel so wichtig, dass man das jetzt weltweit weitersagen sollte, auf diese Frage bleiben mir Juden aller Couleur bislang die Antwort schuldig. Aber ansonsten, was mich in der letzten Zeit bewegt hat, ich bin seit einem halben Jahr Opa, und wir hatten jetzt am Wochenende die ganze Familie mal wieder da, war herrliches Durcheinander, man hat kaum einen Stehplatz bekommen, also aber darüber erzähle ich jetzt lieber nicht. Ja, nur weil du gefragt hast, was bewegt dich gerade, bin ich jetzt mehr auf das eingegangen, was du, wo du die Schienen gelegt hast, und das finde ich ganz, ganz klasse. Also wir können gerne in dieser Richtung weitergehen, aber meldet euch doch mal, was die anderen... Ich frage nur noch mal kurz nach, Johannes, du sagst, Juden verstehen es nicht, aber in ihrer Überlieferung, in der mündlichen Tora im Talmud, ist doch auch immer wieder dieser Zusammenhang Israel und die Völker und auch die Bedeutung auch des Landes für die Völker zumindest indirekt angesprochen. Was genau meinst du, was sie nicht sehen oder verstehen? Das ist vielleicht meine Erfahrung aus Israel. Ich meine, wenn du als Tourist hierher kommst, brauchen die dich, weil du meistens mit den Leuten zu tun hast, die vom Tourismus leben. Yeah. Und deshalb sind die auch freundlich, willkommend und freuen sich dann aber auch immer wieder, wenn du gehst. Yeah. Ich bin jetzt irgendwann mal nicht mehr gegangen. Ich habe irgendwann angefangen zu verstehen, was die untereinander reden, und habe dann gemerkt, dass es hier so diese ganze Bandbreite gibt, aber das Spektrum erstreckt sich etwas von denen, die sagen, wir wollen sein wie alle Völker. Mhm. Hör doch auf mit dieser blöden Erwählung, die hat uns nichts als Probleme, nichts als Leid eingebracht. Übrigens, derjenige, der mir das am Anfang gesagt hat, hat Scheißerwählung gesagt. Der stammt ja auch aus Breslau, war dazu noch Holocaust-Überlebender und hat mich da, ich war damals 18, 19, so praktisch mit der Bibel in der Hand, und hatte da endlich mal einen echten Juden, der mir ausgeliefert war, und der ist mir richtig ins Gesicht gesprungen. Lass mich in Ruhe damit, mit dieser Erwählung. Die hat uns nichts als Leid eingebracht. Und dieses
Also man versteht Israel, das heutige Israel, nur, wenn man weiß, dass dieses Volk eigentlich ein Anliegen hat, nämlich Gott loszuwerden. Also man kann das schneller sagen, Gott loszuwerden. Ja? Und so zu werden wie alle anderen Völker. Und das ist total entgegengesetzt unserem Denken, wo wir immer oder ganz stark von der Frage geprägt sind, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wir reden das so aneinander vorbei. So, jetzt geht aber das ganze Spektrum durch bis zu den Orthodoxen. Und wenn ich denen begegne, solange ich Hebräisch spreche, reden sie mit mir und meinen, ich sei ein Bekehrungsobjekt für sie, weil ich da nichts auf dem Kopf habe und weil ich ziemlich eindeutig als nicht religiöser Israeli erkennbar bin, meinen sie, sie müssten mich dann rüberziehen. Sobald ihnen klar wird, dass ich nicht Jude bin, taucht so etwas die Frage auf, warum lasst ihr uns nicht in Ruhe, dass wir unser Erwähltsein, sage ich jetzt einmal, weil wir das Wort Erwählung genommen haben, also unsere Beziehung mit Gott ungestört leben können. Lasst uns doch endlich mal in Ruhe. Aber wenn ich frage, wozu bist du eigentlich erwählt? Und ich denke, ich habe jetzt gerade wieder ein ultraorthodoxes Gesicht, das ich vorhin da draußen laufen sehen habe, vor Augen, ja, der mir irgendwann mal so ins Gesicht gesprungen ist und gesagt hat, Johannes, was willst du eigentlich von uns? Du willst mich nicht bekehren, du willst nicht konvertieren, was willst du denn hier? Ja? Und ich ihm dann gesagt habe, ich möchte dich unterstützen, dir helfen, das zu sein, was dein Gott sich gedacht hat, als er dich erwählt hat. Da guckt er mich ganz groß an und sagt, ja, was soll denn das? Und dann habe ich gesagt, naja, er hat dich erwählt, um mich zu segnen. Also solltest du das leben. Er hat nicht gesagt, du wirst dich selbst segnen. Im Hebräischen, wer Hebräisch kann, da kann man diesen reflexiv sehr gut machen. Ja? Ist überhaupt kein Problem. Sondern der Segen aus Israel ist für die Völker gedacht. Und ich habe ihm dann gesagt, ich bin da ganz egoistisch. Wenn ich segnen will nach der Bibel, muss es Israel gut gehen, muss Israel blühen, dann werde ich gesegnet. Und wenn ich Israel verfluche, wenn ich das jüdische Volk zu vernichten suche, dann ziehe ich Fluch auf mich. Wenn ich die Bibel ernst nehme, sage ich dadurch, auch wenn ich sage, Israel ist mir egal, dann sage ich dadurch, ich habe eigentlich, also mir ist der Segen, den Gott für mich bereitet hat, eigentlich egal. Also jetzt ist aber in jedem Fall, ich habe in letzter Zeit einige Frechheiten unternommen, um orthodoxe Juden danach zu fragen, weil, Rickleff, ich sehe die Sachen und wenn du da Material hast und du sagst, da ist eine Antwort, her damit. Also ich bin da sehr, sehr interessiert dran und zwar deshalb, weil, ich meine, das ist vollkommen klar, die ganze Bibel ist darauf ausgerichtet, dass das letztendlich, ich meine, deshalb sitzen wir hier zusammen. Ja, ob wir das alle verstanden haben, ob wir aus Traditionen kommen, die diesen Grundzusammenhang verstanden haben, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber deshalb sitzen wir hier zusammen und deshalb gibt es diese, auch seit Jeshua, seit Jesus, 2000-jährige Tradition unter den Heidenvölkern. Das war die Denke von Paulus und von anderen Aposteln, jetzt anzufangen. Kürzlich hat jemand gesagt, dass Paulus eigentlich der erfolgreichste Judaisierer war, wobei es nicht darum geht, dass wir jetzt zum Judentum übertreten. Aber er hat das Eigentliche, begriffen. Das, was wichtig ist, uns Nichtjuden zugänglich gemacht. Und das ist, und auch das, dass wir jetzt so miteinander sprechen, noch einmal, ist eine Frucht davon. Ja. Ob wir das richtig gemacht haben, ob Israel das verstanden hat, das steht alles auf einem ganz anderen Blatt. Ja. Aber du siehst, wenn du mich da anstichst, da fange ich an zu predigen. Ja. Aber ich verstehe jetzt auch, was du meinst, dieser Orthodoxe, von dem du gesprochen hast, das kann er ja gar nicht verstehen, was du ihm da erklärt hast. Ja. Er kann sich nur wundern, dass du da bist, ja. Und nee, vielleicht nee, ist
Er könnte das schon verstehen, ja. Ich habe ihn gefragt, ja, wozu bist du denn Jude? Und dann hat er gesagt, na, um die Gebote zu erfüllen. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, was ist denn das erste Gebot, das Gott dem Abraham gegeben hat? Außer geh aus deinem Land. Und dann sagt er nicht mal in ein bestimmtes Land, und er sagt nicht mal, was in dem Land passiert. Und der Schreiber vom Hebräerbrief hat vollkommen recht, wenn er sagt, der Abraham war ein Leben lang ein hergelaufener irakischer Migrant, der nicht mal wusste, wie man einen Asylantrag stellt. Also geschweige denn, dass er ein Asyl bewilligt bekommen hätte. Ja, er hat immer nur von ferne gesehen, was er geglaubt hat. Aber das erste Gebot ist, Heye Bracha, sei ein Segen. Mhm. Und das hat mein, der heißt Rabbi Akiva nebenbei. Wie schön. Ja, ja, das ist sehr schön. Das, da klingt dann auch noch mehr mit. Da habe ich ihm schon gesagt, eigentlich müsste ich Akiva heißen, denn der Akiva war ja eigentlich ein Heide, der er darf das nicht mehr sagen, aber ist okay. Ja, also da sind viele interessante Sachen drin. Ja, aber ich halte jetzt mal die Luft an. Ja. Ja, einfach so Mikrofon an und erzählt auch ihr. Es muss nicht gleich so theologisch tief sein wie von Johannes. Mhm. Ich stelle vielleicht mal eine Frage, die, ja, wo bestimmt einige mitreden können. Ja. Wenn Leute ins Land Israel kommen, macht das Land etwas mit ihnen? Mhm. Ja. Und mich würde interessieren, vielleicht ganz kurz, wenn ihr sagt, wenn ihr euch zurückerinnert, wann war das erste Mal, dass ihr ins Land Israel gekommen seid, was hat das Land mit euch gemacht? Und wer das noch nicht beantworten kann, weil er noch nicht da war, der meldet sich bei mir hinterher. Ja, wenn du tatsächlich noch nicht in Israel gewesen bist, so habe ich eine Einladung für dich. Komm mit mir im Herbst vom 30. Oktober bis 7. November auf eine Israel-Reise, die beginnt in biblischer Zeit und endet im modernen Staat Israel. Von der Bibel zur Hightech, 3000 Jahre jüdisches Volk in seinem Land, 30.10. bis 7.11. diesen Jahres. Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam reisen könnten. Wenn du Interesse hast, mitzukommen, schicke ich dir das vollständige Programm, wenn du mir schreibst an reisen@ahavta.com. reisen@ahavta.com. gemacht, ja. Meine erste Reise mit Erikette, die hat den Eindruck hinterlassen, neben vielen anderen Eindrücken, dass diese Großzügigkeit der Menschen, im Umgang miteinander und im Umgang mit uns, das war schon eine Überraschung. Und wenn ich nochmal auf eben von Johannes den Beitrag eingehe, dann möchte ich sagen, in keinem Land der Welt kümmern sich alle möglichen Menschen um die Juden, um die Angelegenheiten der Juden. Und das glaube ich schon, dass dieser Orthodoxe das einfach nicht verstehen kann, was da von ihm verlangt wird, zu verstehen. Das ist einfach nicht möglich. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich muss, ja, ich bewundere auch den Langmut der Israelis mit den vielen Meinungen über sie. Und ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, die anderen zu ignorieren. Und das Gefühl hat man auch, dass man ignoriert wird auf eine großzügige Art und Weise, die nicht verletzend ist. Das war so mein Eindruck von der ersten Zeit.
Ich hätte mir ja gewünscht, mal ein Vierteljahr in Israel sein zu können, aber das ist nicht möglich. Aber ja, das, man hat immer so Wünsche. Okay. Johannes, als ich das erste Mal in Israel war und eine Freundin besucht hat, die lange im Krankenhaus in Jerusalem Holocaust-Überlebenden Schwerkranke gepflegt hat, ich komme jetzt nicht gleich auf den Namen, sind wir dann an den See Genezareth gefahren, waren in En Gev. Und waren in so einem kleinen Bungalow. Und mit einmal überkam mich ein Eindruck, wie als wenn jemand, die Tür ist angelehnt und dahinter ist jemand. Also diese Unmittelbarkeit, dass Jesus, der hier auch gelebt hat, jetzt da ist, habe ich in dieser Dichte unverhofft erlebt und kannte sie so nicht. Das war eine Überraschung, weil du sagst, es macht etwas mit einem. Und ich bin bewusst damals mit Elke zusammen nach Israel gefahren, vorher mit der Bitte, Herr, lass uns nicht Israel-Fans werden, sondern einfach nur mal dich besuchen, wo du gelebt hast. Punkt. Dann zu dem anderen Gedanken von dir, wo du sagtest, wir reden im Grunde aneinander vorbei. Wir haben eine andere Sicht auf Israel als die Israelis auf uns. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Wir haben ja immer wieder mal Freunde aus Israel da gehabt. Ich lasse das Umfeld jetzt weg. Aber in der Begrüßung habe ich immer gesagt, ich danke euch, dass es euch gibt. Ohne euch wäre ich nie Pfarrer geworden. Also da wäre genau dieses, sie sind da, um uns zu segnen. Und ein letztes dazu in solchen Gesprächen kam auch noch mal zum Ausdruck, als sie merkten, dass wir eben bewusst sie nicht evangelisieren. Zwischendurch, wir sprachen über die Propheten und dann guckten sie uns an und sagten, waren ganz erstaunt, ihr glaubt wirklich, ihr glaubt an die Propheten? Also wie wir säkulare Juden, für uns ist das Geschichte, Historie. Und jetzt sind die völlig überrascht. Da gibt es welche, die glauben wirklich an die Propheten. Also das waren solche Déjà-vus zu deinen beiden Fragen. Vielen Dank, Wolfgang. Gibt es noch andere? Was Ulla und dich, Johannes, verbindet, es gibt kein anderes Land auf der Welt, das spüren wir immer wieder, zu dem nicht jeder irgendwie eine Meinung hat. Wenn man die Menschen fragt nach der Meinung zu Ecuador oder so, dann werden viele sagen, kenne ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Aber Israel, ob jemand da war oder nicht da war, polarisiert, bringt Gefühle, bringt Meinungen. Berechtigt oder unberechtigt. Und das ist schon sehr, für mich sehr auffällig. Ja, es war für mich gerade auch in meiner Zeit als Journalist manchmal recht schwierig, weil du hast vollkommen recht, jeder hat eine Meinung über Israel, aber nicht sehr viele haben eine echte Ahnung. Und wenn man Leuten, die eine sehr feste Meinung haben, dann in bestimmten Bereichen wichtige Dinge zeigt, wo sie eigentlich sehr ahnungslos sind, dann kann das sehr peinlich sein. Und das ist was, das gehört für mich in meinem persönlichen Erfahrungsbereich zu den schwierigsten Bereichen. Wie begegne ich dem? Und wie begegne ich dem? Es gibt ja auch viele Stellen, wo ich keine Ahnung habe, aber ich bin jetzt schon seit 30 Jahren hier und ich weiß dann wenigstens, dass ich bestimmte Dinge nicht verstehe, wo es so, ich sage jetzt mal aus deutscher Sicht rüberkommt, na, jetzt reiß dich mal zusammen. Jetzt liegt mir auf der Zunge, einen hohen CDU-Politiker zu zitieren, der
vor einer Gruppe von Leuten stand, so nach dem Motto, und gesagt hat, jetzt reißt euch doch mal zusammen. Wir haben den Nordirland-Konflikt gelöst, da werdet ihr doch auch hier zu Rande kommen. Und das sind alte Leute, von denen ich vermute, waren Holocaust-Überlebende, auf Hebräisch laut schimpfend rausgegangen. Und ich dachte nur, was für eine Gnade, dass der Mann kein Hebräisch versteht. Also das war... Aber das sind so peinliche Situationen, ja, die da hochkommen. Und, aber ihr habt vollkommen recht, hier hat jeder eine Meinung. Ja. Ich muss dazu sagen, ich bin mittlerweile so, dass ich an vielen Punkten immer weniger Meinung habe. Mhm. Und mir dann Leute dann manchmal sagen, jetzt sag doch mal deine Meinung. Aber ich halte nicht mit meiner Meinung zurück, weil ich Angst hätte, meine Meinung zu sagen, sondern weil ich einfach... Weil ich keine Ahnung habe. Ja. Was mich beeindruckt hat an Israel ist, da sind doch 3 Millionen Juden aus aller Welt gekommen, über die vielen Jahre, aus 130 Ländern, und das Zusammenleben funktioniert. Sicher nicht ohne Probleme, es hat auch mit den Einwanderung haben auch große Probleme gegeben, aber im Großen und Ganzen funktioniert das. Und das ist, weil die Leute sind ja auch in verschiedenen Ländern, man nimmt ja dann die Kultur und das Ganze an, und aber es funktioniert, das Zusammenleben. Und das hat mich auch beeindruckt. Ja, manchmal, unsere erste Reise, die war 86, auf den Wunsch meiner Frau. Ich konnte eigentlich mit Israel nicht so viel anfangen, weil das war mir schon wichtig, aber irgendwie dachte mir, das sei zu religiös, zu geistlich. Und die Reise war dann über die Landwirtschaft, Geografie und Geschichte mit einem deutschsprachigen israelischen Uni-Professor. Also die Bibel war schon auch ein Thema. Der war nicht sehr religiös, aber der hat wirklich dann das Land und die Leute uns näher gebracht und auch die Vielfalt der Kulturen, der jüdischen Bevölkerung aus dem arabischen Raum, aus dem europäischen, selber war deutschere Herkunft und so, das war wirklich für mich, hat das ein Universum aufgemacht und dann auch den Zugang zur Bibel eigentlich eröffnet. Und dann später, 2010, konnten wir einen Monat in Israel sein, auf eigene Faust, auf dem Israel National Trend, in Schwil Israel. Und das war auch irgendwie, wie, dann hat es geklappt, einfach der Zugang zur Bevölkerung da. Es war ganz anders, als irgendwie als Tourist mit einem vollgestopften Programm einfach Zeit zu haben. Und das Tolle war, das hatten wir gar nicht geplant. Wir waren vom Süden auf den Norden und die meisten Israelis vom Norden auf den Süden unterwegs. Und es gab so viele tolle Begegnungen. Und wir wollten nicht, überhaupt nicht evangelisieren, aber die haben uns gepusht. Also weshalb seid ihr hier und was und was? Und damit kam ich wirklich, ich kam mehr als nur an unsere Grenzen, weil wir hatten die Antworten nicht auf der Zunge, aber ich dachte, das war auch wertvoll. Hans, ich bin richtig, dass du von der ganz anderen Seite Europas hier mit dabei bist, gell? Ja. Aus Portugal. Ja, ich bin jetzt in Portugal, ja. Aber ich bin natürlich Schweizer, das habt ihr schon lange gehört. Ja. Und meine Frau ist auch hier auf der anderen Seite des Tisches. Sehr schön, herzlich willkommen. Ich wollte nur sagen, das finde ich was Faszinierendes, dass wir über so weite Entfernungen miteinander hier uns austauschen dürfen. Noch einmal zur Großzügigkeit. Also ich habe wirklich gestaunt, als ich gesehen habe, dass unheimlich viele Gebiete, Häuser von den Franziskanern besetzt waren. Franziskaner sind da, es sind alle Religionen da. Wir waren in der Weißen Moschee unter anderem, die neu gebaut wird mit 2 riesen Minaretten. Und wo gibt es denn in einem so kleinen Land so eine Vielfalt? Die Baha'i haben dort ihren Sitz und ihren Platz und ihren Ort. Das ist schon, wenn man alleine an den Platz denkt und die Aggressivität, mit denen
die Israelis ständig konfrontiert werden, ist das schon eine ziemlich bedeutende Großzügigkeit. Das ist schon was. Also wenn jetzt niemand kommt und dann noch was sagt, ich habe noch einen Gedanken, der mir in der letzten Zeit weiter über den Weg gelaufen ist und jetzt nochmal zum Anfang zurückgeht, als Rickliff so die Parashat HaShavua, also den Wochenabschnitt aus der Tora, damit angefangen hat und dann die Frage, warum muss eine ganze Generation raus aus dem Land? Die Schuld war doch nicht so groß. Oder war die wirklich so groß? Ich meine, dann dürfte fast niemand im eigenen Land bleiben. Und ich dann die Ergänzung gebracht hat, Gott macht hier immer etwas und auf den Segen jetzt einmal einen Nachdruck gelegt hat, habe vor einiger Zeit in meinem Fragen, in meinem manchmal auch etwas frechen Ansticheln der Israelis hier, bin ich auf eine Sache gestoßen, dass ein gläubiger Jude gesagt hat, weißt du, es ist interessant, zum ersten Mal in der Weltgeschichte können wir beides gleichzeitig machen. Wir können im Land sein und wir können Kontakt zu allen Völkern der Erde haben und ein Segen sein für alle Völker der Erde. Das war noch vor einer Generation vergleichbar nicht möglich. Und das ist ein in meinen Augen atemberaubender Gedanke, dass es tatsächlich zum ersten Mal möglich ist, dass Juden hier verwurzelt sind, dass sie auf der anderen Seite durch ihre Sprachfähigkeit, durch das, wo sie aufgewachsen sind, praktisch überall auf der Welt zu Hause sind und dass das heute jetzt, abgesehen davon, wenn uns Corona mal kurz außer Gefecht setzt, aber dass man eigentlich innerhalb von 2 Tagen überall auf die Welt hin kann, von hier aus, Israel aus. Und mir ist da auch aufgefallen, dass Israel und Jerusalem oder Tel Aviv wahrscheinlich tatsächlich wie kein anderes Land, ich sage jetzt einmal, Zentrum der Welt ist, weil wenn ich hier im 3 Stunden, 4 Stunden Umkreis denke, bin ich in Frankfurt oder auf der anderen Seite in Teheran oder im Süden in Kampala und im Norden in Moskau. Und wenn ich dann im 10-Stunden-Umkreis denke, dann bin ich in Südafrika, in Johannesburg, oder ich bin in Hongkong, oder ich bin in New York. Und ich habe tatsächlich hier Nachbarn, die haben eine Firma in New York und der Mann reist ständig hin und her. Und ich meine, mit der Westküste in Amerika wird es dann etwas schwieriger und mit Neuseeland und Australien auch. Deshalb habe ich 2 Tage mal vorsichtigerweise genommen, ja. Aber man hat einen unwahrscheinlichen Radius hier und der wurde jetzt in der letzten Zeit auch durch diese Abrahamsabkommen unwahrscheinlich ausgeweitet. Und ich merke hier auch, wie eine ganz andere Perspektive da ist, zum Beispiel nach China, zum Beispiel nach Russland. Also deshalb hat Israel auch einen etwas anderen, vielleicht auch mehr Probleme mit den Konflikten, die da passieren. Aber ich sehe einfach, dass es irgendwie einen anderen Horizont gibt, als wenn ich jetzt von meiner Verwandtschaft im Schwarzwald her denke oder überhaupt in Deutschland. Ja? Also das ist ein anderes Denken. Und wenn wir das nochmal, also wenn wir zu dieser Zurückfrage gehen, Verbindung zwischen Land und Volk Israel und wozu ist es da? Und am Anfang, also gleich der erste Auftrag sei ein Segen und in dir sollen gesegnet werden alle Völker des Erdbodens und wir dann unter diesen Parametern, sage ich jetzt einmal, also unter dieser, wenn das Feld so abgesteckt ist, wir einmal das Geschehen sehen, ist es eigentlich eine atemberaubende Perspektive. Ja, und du hast es genannt, durch die Abraham-Abkommen
und jetzt die Überflugrechte, die Saudi-Arabien gewährt hat, Israel, habt ihr es ja noch schneller Richtung Osten oder Nordosten anzukommen. Und die mittelalterlichen Weltkarten, die alle Jerusalem in die Mitte gesetzt haben der Welt, wie du richtig sagst, die stimmen noch oder wieder. Ja, das ist eine interessante Sache. Aber vielleicht sind noch jemand andere Gedanken dazu gekommen. Ja, wenn ich nochmals eine Erfahrung machen darf aus dieser Wanderung nach Tagen durch Galiläa. Und dann kamen wir nach Kinneret, also beim See Genezareth. Und dann trafen wir einen David, einen älteren Mann aus Indien. Und der kannte einen Schweizer und der hat sich, ja, also die Juden aus Indien. Und dann ganz am Ende dieses Wanderweges in Dan, fast eine ganze Nacht mit einem jungen Eli gesprochen, der bereit war, loszumarschieren. Und er sagte, ja, weißt du, hier, also seine, wenn ich mich recht erinnere, seine Mutter kam aus Libyen und der Vater aus dem Irak und seine Brüder haben russische Frauen geheiratet. Ich denke, für dich, Johannes, ist das Alltag, aber dass sich das mal zu bewusst zu werden, das sind wirklich alle, aus allen Enden der Erde sind Leute, die Juden in Israel, Israelis, und das ist eigentlich Integration pur, und da könnten wir sehr viel lernen und nicht nur kritisieren, wenn irgendwas nicht so gut geht mit anderen Volksgruppen. Und eigentlich geht es ja auch mit anderen Religionen. Aber jetzt schon nur mit dem jüdischen Volk. Ich denke, da könnten wir sehr viel als Orientierung nehmen und uns das auch als Segen sein. Ja, wie können wir die verschiedenen Völker zusammenleben? Mich wundert ein bisschen, dass ja keiner auf die Millenniumszeit reflektiert, denn das ist ja eigentlich das Ziel. Und dadurch wird ja Israel zum Segen, also durch den Messias, aber natürlich auch durch die dann noch übrigbleibenden Israelis, die ja dann die Arbeitszuteiler werden, alle Arbeitszuteiler stellen werden, um die sozusagen gereinigte Erde wieder aufzurichten, um dadurch den Vorsatz Gottes zum Ende zu bringen. Jetzt gibt es so viele spannende Entwicklungen, gerade was den Iran und die Chinesen und die Russen anbetrifft. Dieses Bild, wo der iranische Präsident in der Mitte steht und rechts der Chinese und links der Putin, das ist doch geradezu das Schaubild des Nordkönigs. Und damit hängen ja dann verschiedene Abläufe zusammen. Und genau darauf steuern wir ja mit ganzer Kraft zu. Und deswegen wundert mich das, dass also darauf keiner kommt. Beim Johannes kann ich mich an einen Vortrag erinnern, wo es um Eifersucht ging, dass also die Menschen aus den Nationen die Juden sozusagen durch Eifersucht bekehren und die dann erst erkennen, Mensch, die aus den Nationen werden gesegnet. Und jetzt müssten wir eigentlich mal langsam dran sein. Und das kommt auch, wenn ich mal Jeremia 31 denke oder die Sacharja, die letzten Kapitel, da sind so viele Hinweise da drin, wie sich das alles erfüllt. Und darauf laufen wir mit Volldampf zu. Und wenn man Johannes hat das ja, sag ich mal, ein bisschen frustriert geschildert, dass also viele Israelis da ein bisschen, das nicht so sehen, die biblischen Zusammenhänge. Ja, das beschreibt dann ja Sacharja auch. Also da bleibt ja nur ein Titel übrig, nachdem sozusagen der eiserne Besen durchgegangen ist. Also vielleicht will da mal einer was dazu sagen. Mache ich sehr gerne, Reinhard. Weil ich vermute einmal, dass ich da aus einer ähnlichen Tradition komme, wie du das jetzt erwartest oder wie du das jetzt siehst. Mein Großvater hätte da auch noch sehr viel genauer gewusst, was jetzt in naher Zukunft passieren wird. Ich
muss dir ganz klar sagen, mein Großvater hat mich mitgenommen zu Konferenzen und Vorträgen von Vimalgo zum Beispiel. Und ich bin in diesem Kreis groß geworden. Ich habe dann allerdings bei einer Sache nicht mitgemacht. Und zwar habe ich einmal eine ganze Kiste voll von Büchern, die auf den Müll sollten, abgefangen. Da waren zum Teil persönliche Widmungen drin von den Leuten, die ganz genau wussten, was wann wo passieren wird. Ob das jetzt König des Nordens ist, ob das Gog und Magog ist, ob das Armageddon ist, ob all diese Dinge oder auch tausendjähriges Reich. Und ich bin dann zunächst mal hergegangen und habe festgestellt, dass der Begriff Millennium oder tausendjähriges Reich ein einziges Mal in der Bibel vorkommt. Und alle anderen Dinge muss ich praktisch zuordnen. Und je nach Theologie passiert das dann anders. Und ich habe dann auch miterlebt und habe das zum Teil schmerzhaft auch hier miterlebt. Ich weiß noch, wie wir aufs Jahr 2000 zugelebt haben hier. Und während euch da der Virus interessiert hat, waren hier andere Dinge da. Oder es ist kein Zufall, dass wir hier unterm Feigenbaum sitzen und da gibt es ja auch unterschiedliche und ganz große Spekulationen, was es bedeutet, wenn der Feigenbaum grünen wird und dann in der Generation. Genau. Und ich habe mich dann mit der Zeit, und das ist eine Frage, die bewegt mich bis heute, ich habe mir eine grundlegende Frage gestellt. Und zwar, will die Bibel ein Mittel sein, um uns so eine Art, ich sage es jetzt mal etwas böse, aber damit ich verstanden werde, um uns so eine Art erlaubte Wahrsagerei zu ermöglichen. Das heißt, ist Prophetie das, dass wir voraussagen können, was passiert wann? Und ihr könnt jetzt zur Zeit, es gibt die Leute, die reisen mit viel Erfolg um die Welt und haben Hunderttausende von Zuhörern. Und ich höre mir diese Leute auch an, weil ich nicht ausschließen möchte, dass ich jetzt falsch liege mit meiner Überlegung. Aber ich habe dann eines festgestellt, und ich weiß das deshalb nicht von der Hand, sondern mittlerweile sage ich das auch laut. Ich habe den dumpfen Verdacht, dass biblische Prophetie nicht auf das Vorauswissen abzielt, wo wir dann genau wissen, welcher König wann, sondern biblische Prophetie zielt auf Gehorsam ab. Auf Umkehr. Wir können da auf Gehorsam grundsätzlich. Mhm. Manchmal ist es Umkehr, das heißt, dass man eine grundsätzliche Richtung wechselt. Manchmal heißt es dann aber auch, jetzt kehrt nicht nur um, sondern kehrt um bis zum Herrn. Also jetzt geht mal den Weg zurück. Das ist oftmals in unseren Übersetzungen nicht drin, aber im Hebräischen ist das sehr, sehr klar. Und das ist der Grund, warum ich mittlerweile sage, ob wir eine Antwort drauf bekommen, was jetzt wann genau passieren wird, mag ich mittlerweile sehr wohl bezweifeln. Hm. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus das, was er dem Petrus gesagt hat, als der Petrus endlich, also als Jesus endlich zufrieden war, ihn dreimal zu fragen, Petrus, hast du mich lieb. Man beachte hier, er sagt nicht, man sollte mich lieben. Sondern er guckt den Petrus an und sagt, hast du mich lieb? Und als Jesus dann endlich zufrieden war, stellt der Petrus die typisch christliche Frage und sagt, ja, Herr, was ist mit dem Johannes? Und die kurze Antwort ist, was geht's dich an? Ja, genau. Und ich habe den Verdacht, ich habe den dumpfen Verdacht, wenn Jesus oder der Heilige Geist oder die Schrift tatsächlich heute reden, dass er sehr viel häufiger sagt, was geht's dich an, als wir das gerne hätten. Und jetzt kommt was weiteres dazu. Ich habe dann überlegt, wo in der Bibel gibt es eigentlich Prophetien,
die genau vorausgesagt sind und dann genauso eingetroffen sind. Also inklusive Jahreszahlen, inklusive Möglichkeit auszurechnen. Und jetzt noch einmal, ich komme aus dieser Tradition. Ich habe im Albrecht-Bengel-Haus studiert und der Johann Albrecht Bengel hat, das wird heute peinlichst verschwiegen, hat ausgerechnet, wann Jesus wiederkommen soll. Das Dumme ist nur, dass Jesus sich nicht dran gehalten hat. Na ja. Also das ist und da arbeitet was in mir. Der Erfolg ist heute, dass zumindest in meiner Generation die meisten jungen, bewussten Christen die Schnauze übervoll haben mit allem, was in Richtung Prophetie geht. Und das riecht mir, ich sage jetzt mal so platt, das riecht mir nach einem großen Erfolg dessen, dem dran liegt, dass wir nicht die Bibel lesen. So, jetzt aber zu welchen Ergebnissen bin ich gekommen? Ich habe zwei Beispiele gefunden, wo genau ausrechenbar war. Das erste ist der Jona. Und der Jona musste verkündigen, 40 Tage, Ninive wird untergehen. Und er hatte alles nur erdenkbare Recht, sich dann hinzusetzen und zu sagen, so, jetzt will ich mal sehen, wie Gott sein Wort erfüllt. Und Gott hat ihn dann schließlich sauer unterm Rizinus gefunden. Also unterm Rizinus. Und ich habe den dumpfen Verdacht, dass manche Christen sauer unterm verdorrten Rizinus sitzen. Und ja, aber das zweite Beispiel, und dann lasse ich dich gleich drankommen, Reinhard. Das zweite Beispiel sind die 70 Jahre von Jeremia, die nach denen die babylonische Gefangenschaft zu Ende sein soll. Wenn ich jetzt aber historisch sauber hergehe und die Worte der Propheten ernst nehme, inklusive das Prophetenwort, das der Hesekiel sagt am Ende von Hesekiel 39, sagt er, ich werde nicht einen von ihnen zurücklassen in Babylon. Und ich jetzt einmal etwas salopp sage, heute ist wohl kein Jude mehr im Irak. Ich weiß es nicht, ob es genau stimmt, aber es ist keiner, der registriert ist als Jude. Wann war die babylonische Gefangenschaft zu Ende? Oder wann war die Diaspora in Babylon zu Ende? Die war zu Ende 1952. Und das ist jetzt eine Sache, das übrigens, das hat ganz konkrete Auswirkungen auf mein Bibellesen. Nicht, dass ich sage, ich glaube, dass Gott genau wusste, was er da getan hat. Übrigens, das Problem, dass die Leute nicht aus Babylon zurückgekehrt sind, ist nicht erst mein Problem. Das war das Problem vom Esra und vom Nehemia. Das war das Problem vom Daniel. Das war das Problem von Zacharia und Haggai. Und zur Zeit von Jesus, und Jesus wusste, was der Hesekiel gesagt hat. Zur Zeit von Jesus haben mehr Juden in Babylon gelebt als im Land Israel. Und deshalb ist die Frage, an der die meisten Übersetzer vorbei übersetzen, in Apostelgeschichte 1, Vers 6, Herr, wenn du der Messias bist, wirst du jetzt in dieser Zeit, und dann taucht das Wort, das im Schwäbischen viel missbrauchte Wort von der Apokatastasis auf, also das Wort Apokatistemi, das ein Terminus Technicus ist für die Rückkehr des jüdischen Volkes oder des Volkes Israel ins Land Israel. Dieser Begriff taucht dort auf. Was die Jünger den Herrn Jesus gefragt haben, war, Herr, wirst du das Volk Israel jetzt ins Land Israel zurückbringen? Weil das die, fragt den Maimonides, das ist die zentrale Aufgabe des Messias, das Volk Israel ins Land Israel zurückbringen. Ihr könnt übrigens auch den Petrus fragen, der benutzt dieses Wort Apokatastasis dann auch in Apostelgeschichte 3. Und auch da übersetzen unsere Bibelübersetzer fröhlich an der eigentlichen Meinung dran vorbei. Und wir sehen es gar nicht. Also das Problem wird biblisch aufgenommen und damit wird umgegangen. Aber ich glaube, dass da eine Riesenherausforderung für uns als Bibelleser da ist. Und es ist übrigens ein klasse Thema, wenn wir mit orthodoxen Juden oder mit bibellesenden Juden über diese Dinge sprechen, wie geht ihr damit um? Wie müssen wir damit umgehen? Ja. Deshalb auch der Hintergrund meiner Frage, warum hat diese
Beziehung zwischen Volk und Land Israel, da sprechen wir drüber. Warum hat das eine Auswirkung für uns? Oder was? Warum ist es wichtig für uns? Jetzt vielleicht noch ein Abschlusssatz, Reinhard, und dann darfst du. Du hast sehr richtig die zwei Zentralthemen, die bei mir immer wieder hochgekommen sind, in den letzten Jahren. Das eine war es eifersüchtig machen, weil darauf bin ich gekommen. Und das andere ist es Israel trösten oder jetzt die Frage mit dem Land. Das sind so diese Fragen, die aber nicht unter dem Aspekt des Vorauswissens, sondern unter dem Aspekt der Nachfolge und des Gehorsams bei mir aufgetaucht sind. Hm. Naja, aber Entschuldigung, also, jetzt habe ich dich lange gepredigt, aber ich habe euch angedroht, wenn ihr mich losstecht, dann fange ich an, ja? Naja, also es war interessant. Also ich denke, die Bibel sagt ja klipp und klar, niemand kennt Tag und Stunde, aber er nennt ja die Zeichen der Zeit, Matthäus 24, Lukas 21, 2 Timotheus 3 und so weiter. Da kommen ja einige Punkte. Und die sind ja auf gewisse Ereignisse fixiert, die unscharf sind. Also da ein Jahr oder also genaues Datum festzuzurren, das, denke ich, traut sich niemand. Weil dann würde man ja versuchen, Gott irgendwie zu toppen und zu sagen, ha, ich hatte es ja doch gewusst, geschrieben steht aber keiner weiß es, nicht mal der Sohn. Na, selbst wenn es da einige Vertreter gibt, die meinen, der Sohn würde heute wissen, wann und wie und was. Aber der Ablauf der Ereignisse ist so eindeutig. Wenn man mal rein naturwissenschaftlich rangeht, merkt man, die Erde steht ökologisch vorm Bankrott. Also es wird da auch rein vom Klimawandel und so weiter, diese ganzen ökologischen Probleme, tausend Dinge, das geht nicht mehr lange so. Also der Zusammenbruch des ökologischen Systems bestätigt die Zeichen der Zeit. Also der bevorstehende, da kann auch niemand sagen, es klappt nächstes Jahr oder es dauert noch 10 Jahre. Das wäre gewagt, sowas zu verkünden. Es gibt da von der NASA irgendwelche Rechnungen, die, glaube ich, auf 2030 da hinauslaufen und so. Also das ist alles nicht. Es beschreibt gewisse Entwicklungen und die, denke ich, kann man deutlich sehen. Und da deswegen, das macht Israel mit mir. Die Wiedererstehung des Landes Israels, die Rückkehr der Juden erstmal im größeren Umfang, die das Land besiedeln. Ja, und ich denke, da werden wir in Zukunft noch weitere Dinge in dieser Hinsicht sehen. Und darauf freue ich mich. Und dann denke ich mal, wenn das ganz deutlich wird, dann werden auch die vielleicht bisher skeptischen Juden, die aber, sag ich mal, biblisch richtig handeln, werden dann merken, dafür wird dann Gott sorgen. Ja, das ist es. Das ist genau das, was der Messias macht. Und da kommen dann eben solche Sachen, keine Krankheiten, Waffen zu Flugscharen und so weiter. Das sind doch alles ganz konkrete Dinge, die da kommen. Also Frieden unter Menschen guten Willens, die anderen gibt es da nicht mehr und so weiter. Also das darauf arbeiten wir doch alle hin. Und dann kommt der wirkliche Segen, der ja erst durch den Messias kommt, der all das bewirkt. Wenn man sich mal die Szenen vergegenwärtigt, Jesus am See Genezareth, die Leute erreicht nur seinen Schatten und sie werden geheilt. Die decken die Dächer ab, damit sie noch jemanden runterlassen können zu Jesus. Bumm, die werden alle geheilt. Das ist doch der wahre Segen. Alles andere, was Israel jetzt schon kann, zeigt ja nur, dass sie schon in der Vergangenheit von Gott gesegnet worden sind. Und über Fähigkeiten verfügen. Ich sage immer, die haben einen Chip mehr im Kopf als wir normalen aus der Welt. Man sieht das an der Anzahl der Nobelpreisträger und so weiter. Also da gibt es ganz viele Dinge, über die man reden könnte. Aber ich glaube, es läuft langsam die Zeit davon. Zum Abschluss möchte ich noch mal einen Hinweis geben. Du hast eben gesagt, was das Land Israel mit uns macht. Mir hat kürzlich jemand ein Foto aus Jerusalem geschickt. Und zwar, ob ich mit dem Herrn hier verwandt sei. Christoph Graf Münich.
aus Oldenburg. Ich bin es nicht, obwohl meine Familie väterlicherseits auch aus der Gegend kommt, überhaupt nicht. Das ist der Enkel von dem berühmten Grafen Münnich, der nach Petersburg gegangen ist, beziehungsweise dorthin geholt hat und dort die Deiche gebaut hat und heute noch Denkmäler in Petersburg und Russland hat und hohes Ansehen. Und dieser Enkel, Christoph Graf Münnich, der hat zum Gedächtnis seiner Mutter ein Blindenheim gebaut. Und zwar in der Schnellerschule. Heute ist das in Mea Sherim. Und daneben ist noch das Foto in arabischer Schrift. Und ich habe dann der, die mir das geschickt hat, gesagt, ich bin nicht mit ihm verwandt, aber im Herzen und im Geist schon. Das, er war ein wohlhabender Mensch und hat am Ende sein Vermögen hier, dem Wohl der Menschen in Jerusalem gestiftet. Ich versuche, meinen viel kleineren Teil ganz unvermögend zu machen, aber deswegen muss ich immer wieder an den Namensvetter denken. Ja, das zum Abschluss von mir. Am Rande, ja, na gut. Also Johannes, du hast das letzte Wort. Okay. Ich möchte es nochmal vielleicht sagen, auch wenn jetzt viele nur zugehört haben, mir ist es wichtig, dass ihr euch meldet. Und ich denke, das Land wird uns immer wieder bewegen. Ich sehe von der Schrift her, dass diese Verbindung zwischen Land und Volk Israel etwas ist, das weit über unser, ich sage jetzt mal, rein intellektuelles Interesse hinausgeht. Rickliff hat gesagt, jeder hat eine Meinung zu Israel. Auch ich habe dann gesagt, auch manchmal, wenn er gar keine Ahnung hat, die Verbindung zwischen Land und Volk Israel ist das Thema, das die Vereinten Nationen so bewegt wie kein anderes Thema, und zwar seit mehr als 70 Jahren. Und ich denke, wir sollten das ernst nehmen und als Bibelleser, wir dürfen da auch gewagte Fragen stellen, und jetzt gegen Ende wurde manches Gewagte gesagt. Ich habe mich auch weit aus dem Fenster gelehnt, ich weiß. Aber ich denke, wir dürfen so ein Brainstorming machen und uns dann gegenseitig immer wieder zurückrufen und sagen, was steht denn da? Und was ist gesagt? Und wir dürfen, Rickliff, deshalb bin ich auch gespannt auf deinen Input aus der jüdischen Tradition, was es da noch gibt, ja, was die Verbindung für die Nichtjuden bedeutet. Inwieweit soll das für mich als Schwaben ein Segen sein, wenn die Juden jetzt auch ihr Häusle bauen dürfen? Das ist weit weg, ja. Also von daher, ich bin da sehr gespannt, auch wenn wir diese Dinge aufgreifen und weiter da miteinander dran arbeiten. Wenn ich den Siegfried Radfelder sehe, der oft hier im Land ist als Handwerker, dann weiß ich, ja, hallo Siegfried, dann ist es für dich auch eine sehr, sehr praktische, konkrete Sache. Nicht etwas Abgehobenes, Gesponnenes. Also Siegfried gehört zu denen, die jetzt nicht nur ein Vermögen hier investieren, sondern eine Arbeitszeit, wo Gott ihnen eine dritte Lebensphase geschenkt hat. Und Siegfried, ich möchte auch, wenn wir oft zueinander vorbeirennen, uns mal kurz begrüßen irgendwo, entweder im Schwarzwald oder in Jerusalem oder in Nordisrael, wo auch immer das sein mag. Ich möchte, dass du das weißt, dass ich das sehr, sehr schätze. Und ich vermute auch noch andere hören dazu, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen, wie Rickliff das vorhin angedeutet hat, das tun. Und das finde ich das Spannende, weil wir dann irgendwann mal zurücksehen dürfen und vielleicht erkennen dürfen, dass der Gott Israels uns als Werkzeuge benutzt hat. Vielen Dank, Johannes. Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr dabei wart, geduldig, mitredend, geduldig zuhörend, uns aushaltend. Und ich kann nur sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Einen schönen Sonntagabend, eine gute Zeit. Shalom.